Hallo und herzlich willkommen. Ich sitze gerade mal wieder an meinem Lieblingsplatz im Garten. Das Wetter ist super. Wir haben noch recht früh am Morgen und ich habe mir vorhin mal so die Benachrichtigung auf FB angesehen. Und da ist mir dann einiges aufgefallen. Ich sag mal, dass die Situation im Außen nicht so ganz rosig ist, sage ich mal ganz vorsichtig, und dass es da eine Menge Probleme gibt, das dürfte wohl mittlerweile jedem klar geworden sein. Die Frage, die sich mir dabei aber gestellt hat, als ich mir diese ganzen Nachrichten da angesehen habe, ist folgende: Wissen eigentlich die Menschen, die diese Nachrichten teilen, wenn es um Kriegsvorbereitungen gibt und um was weiß ich, irgendwelche total finsteren Zukunftsvisionen für Deutschland, wissen die eigentlich, was sie da machen? Ich schätze mal, die allermeisten von denen, die meinen, sie informieren, merken aber gar nicht, dass sie dadurch im Grunde genommen nur die Angst verstärken, wissen das nicht. Aber auf eines möchte ich jeden hinweisen. Die Leute, die da diesen Großteil von den angeblichen Informierern benutzen für ihre Zwecke, die wissen genau, was sie mit dieser Manipulation machen. Zur Erinnerung, wohin du deine Aufmerksamkeit gibst, dorthin fließt auch deine Lebensenergie. Und das wird mehr in deinem Leben. Das wirkt völlig neutral, dieses Gesetz. Eines möchte ich aber ganz klarstellen in diesem kleinen Video. Es geht mir nicht um rosa-rot-Denken oder einfach irgendwelche äußeren Situationen zu verleugnen, sondern es geht mir um Bewusstheit, um bewusst mit solchen Situationen umzugehen. Ich für mich gehe da völlig konform mit dem, wie das Eckhart Tolle mal ganz kurz ausgedrückt hat. Wir erleben heute im Außen die Welt, die viele, viele, viele Menschen in sich tragen, allerdings völlig unbewusst. Und es das heißt immer, wie innen, so außen. Aber um die Unbewusstheit, die hinter den meisten Postings steckt, wo also Menschen meinen, sie würden über Facebook oder über irgendwelche anderen Online-Plattformen Menschen informieren, wenn sie irgendwelche Horrornachrichten verbreiten, nun, dafür brauche ich gar nicht auf die tiefere Ebene gehen. Ich habe vorhin eine Nachricht gelesen, die jemand geteilt hat, wo ich mir nur am Kopf gefasst habe, weil ich das schon mehrmals in den letzten Tagen gesehen habe, die mir aber ganz, ganz, ganz deutlich gemacht hat, dass die Menschen, die das teilen, scheinbar es gar nicht wissen, wovon sie überhaupt reden oder was sie da teilen. Die Nachricht, die mich da vorhin so angesprochen hat, lautete ungefähr folgendermaßen: Ist Putins Geduld am Ende? Bereitet er sich jetzt auf den Dritten Weltkrieg vor? Und dann schwang so unterschwellig sogar so eine Art Freude mit, eine Art Begeisterung, dass Putin sich das jetzt scheinbar nicht mehr bieten lassen will. Ich frage mich allerdings, wie jemand von Deutschland aus überhaupt sowas posten kann. Das ist für mich ein ganz klares Zeichen, dass er sich noch niemals in der Außenwelt auskennt. Es gibt ja gerade auf FB viele, viele, viele Menschen, die scheinbar da ein neues Hobby entdeckt haben. Die meinen, sie wären die großen Aufklärer, machen aber nichts anderes als Horrornachrichten verbreiten. Und die meisten wissen scheinbar gar nicht, was das bedeuten würde, wenn nur ein Bruchteil von dem, wo sie die Menschen in Angst und Schrecken mitversetzen, wenn nur ein Bruchteil von dem wirklich Realität werden würde. Wenn jemand wirklich allen Ernstes meint, er könnte über den Dritten Weltkrieg zum Beispiel so berichten und so posten und so damit umgehen, als würde er über ein Video geben, ein neues oder ein Computer geben, berichten, nun, der weiß wirklich nicht, was passieren würde. Denn eine wirkliche militärische Auseinandersetzung ist nicht ein weiterer Level
bei World of Warcraft, sondern das würde für uns Deutsche, gerade für uns Deutsche, was ganz anderes bedeuten. Und was ich jetzt ganz kurz sage, was das bedeuten würde, das sind keine Neuigkeiten. Die sind schon zig Jahre bekannt, wie das dann wirklich aussehen würde. Und wenn das nur zu einem ganz kleinen Bruchteil eintreffen würde, dann wäre sofort jedem klar, dass es nicht so ganz hilfreich ist, so leichtfertig, finde ich, mit solchen Postings umzugehen. Ganz kurz nur dazu, ich war ja in den 1970er Jahren, also Ende der 70er Jahre, war ich ja selber Zeitsoldat bei der Bundeswehr. Und ich war da eben unter anderem auch zuständig für den atomaren, biologischen und chemischen Kampfstoffbereich in einer Abschusseinheit. Das gehörte eben zu meinem Job damals. Da habe ich aber eben Ausbildung auch mitgemacht und schon damals, also lange bevor der Kalte Krieg beendet war, stand schon fest, wenn das wirklich zu einer Auseinandersetzung käme, dann ist Deutschland innerhalb von 3 Tagen nur noch eine atomare Trümmerwüste. Ich glaube, das ist den meisten Leuten, die da sich, so habe ich das Gefühl, noch dran hochziehen, solche Sachen zu verbreiten, das ist den meisten gar nicht klar. Bei den meisten habe ich eben das Gefühl, die würden über World of Warcraft berichten und um Möglichkeiten, wie man da einen höheren Level erreichen kann. Dabei ist schon lange bevor der eiserne Vorhang gefallen ist, also lange vor 1989, eine Vereinbarung zwischen den Amerikanern und den Russen getroffen worden. Wenn es zu einer Auseinandersetzung kommt, dann wird das auf dem Gebiet von Deutschland und Polen erstmals vorrangig ausgetragen werden. Und wer dann noch meint, er könnte damit so umgehen, als wenn es sich um ein neues Computerspiel handelt, nun, der hat überhaupt keine Ahnung. Zum einen scheint er ja die wirklichen Zusammenhänge und Konsequenzen in der Außenwelt in den ganz einfachen Grundlagen nicht zu kennen. Und zum anderen hat er natürlich keinerlei Ahnung davon, wie er für die Manipulation auch noch genutzt wird, damit er ja seine Aufmerksamkeit auf diesen Bereich richtet und damit auch da ja seine Lebensenergie hinfließt und damit auch da ja das dann mehr wird in seinem Leben und damit in dem kollektiven Leben als ein kleiner Teil davon. Je mehr das machen, umso mehr wächst im Grunde genommen diese Gefahr. An dieser Stelle, vorsichtshalber nochmal, mir kommt es nicht darauf an, einfach die Augen zuzumachen, den Kopf in den Sand zu stecken und alles zu verleugnen, was sich in der Außenwelt so zeigt, sondern mir kommt es darauf an, wie ich bewusst mit der Situation umgehen kann. Mir selbst ist völlig klar, dass ich die Situation in Deutschland und auch in der Welt, was die militärischen Aktivitäten angeht, dass sich die Situation innerhalb von einem Jahr oder von 1,5 Jahren grundlegend verändert hat und sicherlich nicht zum Vorteil. Aber gerade in so einer Situation, die sich scheinbar ja im Außen immer mehr zuspitzt, ist es für mich besonders wichtig, bewusst zu sein, wirklich klar mit meinem Bewusstsein umzugehen. Ich kann mir das ja vereinfacht so klar machen, dass das äußere Bild, was wir sehen, im Grunde genommen auf der tiefer liegenden Wirkebene die Summe von allen einzelnen Innenwelten der Menschen ist. Also, dass das die Summierung, die Addition ist von den 7 Milliarden einzelnen Innenwelten, die sich dann im Außen zeigt. Und wenn ich dann wirklich das beherzige, was über den Bewusstseinswandel gesagt wird, dass jeder für sich selbst diesen Bewusstseinswandel auf der tiefer liegenden Ebene zuerst durchführen muss, und zwar ganz bewusst durchführen muss. Nun, dann kriegt die ganze Sache für mich persönlich, wo ich hier im Garten sitze, eine ganz andere Qualität und ich lande auf einmal wieder bei mir. Bei mir selbst. Und bei dem Spruch, wenn ich die Welt verändern will, dann muss ich mich selbst verändern. Und aus der Summe dieser ganzen Veränderung, dieser ganzen Auflösung, Erlösungen, entsteht dann eben eine neue
gemeinsame Welt. Und wenn ich mir die ganze Situation außen und innen einmal so aus einer völlig neutralen, übergeordneten Warte ansehe, dann lande ich ganz schnell bei einem Punkt, den viele, viele, viele scheinbar von sich kennen, der aber innerlich nicht aufgelöst ist. Und der Punkt, den ich meine, ist Unstimmigkeit. Denn wenn ich mir die gemeinsame Basis, den gemeinsamen Faktor bei allen Dingen in der äußeren Welt ansehe, bei allen Dingen, die wirklich nicht schön sind, ob das jetzt Kriege sind, ob das Veränderungen im sozialen Zusammenleben ist, da steckt immer eine einzige Qualität dahinter. Und das ist die Unstimmigkeit, das Uneinssein. Wie entstehen Kriege? Nun, wenn zwei Parteien sich uneins sind. Woher kommt das? Weil jede Partei in sich selbst uneins ist. Mir fällt gerade ein, ich glaube, das hat sogar Jesus mal gesagt. Ich meine, der Spruch ist von ihm, als er sagte, ihr seid uneins im eigenen Haus. Damit meinte er natürlich nicht das äußere Haus, sondern die Innenwelt. Jetzt stell dir einfach mal vor, wenn alle Menschen jetzt in dieser Sekunde eins mit sich selbst wären, also innen ganz wären. Keine inneren Trennungen, kein inneres Unheil sein, denn Unheil sein bedeutet ja nicht ganz sein. Wenn es das alles nicht in uns gäbe, in jedem Einzelnen, sondern nur Harmonie, Einssein, Ganzsein da wäre, dann könnte niemand in seiner Außenwelt etwas anderes wahrnehmen als diese nach außen gespiegelte innere Harmonie. Denn wie innen, so außen. Und wenn ich mir dann noch immer wieder klar mache, dass es diese äußere, objektive Welt im tiefsten Grund gar nicht gibt, sondern dass jeder in seiner eigenen, subjektiven Welt lebt. Nun, da wird auch sofort klar, wenn jeder der 7 Milliarden Menschen seine eigene, subjektive Welt im Innen klären würde, da stimmig wäre, dann wäre es unmöglich, in der Summe aus diesen ganzen einzelnen Innenwelten, die sich im Außenkollektiv zeigen, dann wäre es unmöglich, in der Summe Uneinigkeit, Unstimmigkeit, Uneinssein zu sehen, weil das nicht geht. Wenn jeder für sich selbst dieses Uneinssein, diese Unstimmigkeiten in sich selbst auflösen würde und er wäre von innen heraus wirklich ganz, stimmig und heil, dann würde es da außen spiegeln. Und wenn das alle 7 Milliarden Menschen machen würden, dann wäre das kollektive Bild eben Einssein, Heilsein, Ganzsein. Der Bewusstseinswandel, der Paradigmenwechsel, den wir als menschliche Gesamtheit schon seit etlichen Jahren durchlaufen, der fängt nun mal bei jedem Einzelnen an. Und wenn ich nicht für mich selbst die Verantwortung übernehme, sondern da von mir aus immer wieder rumposte, die Bösen und die Merkel und der Putin oder Obama, dann ist das nichts anderes, als die Verantwortung wieder in die Hände von diesen Menschen zu legen und die Verantwortung nicht selbst zu übernehmen, mich wieder selbst zu ermächtigen und mir auch ganz klar zu sagen, was kann ich machen? Ich kann bei mir anfangen. Und zwar zuerst nur bei mir. Und da auf der inneren, auf der vergessenen Ebene. Und da anfangen Unstimmigkeiten, Uneinssein, Disharmonie ganz bewusst aufzulösen. Nochmal, nun zum dritten Mal. Es geht mir wirklich nicht darum, einfach die Augen zuzumachen, sondern das bewusst wahrnehmen, was im Außen ist und dann genauso bewusst nach innen zu gehen und das Einzige zu machen, was auch wirklich sinnvoll ist. Und da ansetzen, wo ich völlig unabhängig von irgendwelchen äußeren Umständen bin, nämlich in mir selbst. Es geht im Grunde genommen bei diesem Bewusstseinswandel ja auch darum, dass wir endlich wieder lernen,
oder uns erinnern, wirklich bewusst mit unserer Lebensenergie umzugehen. Wirklich bewusst zu entscheiden, wo soll eigentlich unsere Aufmerksamkeit hingehen, weil wir wissen, dorthin fließt unsere Lebensenergie und wir wissen, das wird mehr in unserem Leben. Und nicht einfach weiterhin völlig unbewusst unsere Macht über unsere Aufmerksamkeit in die Hände von anderen legen, die die dann dahin lenken, wo es zu ihrem Vorteil ist. Das muss aber nicht unbedingt immer zu unserem Vorteil sein. Es geht also im Grunde genommen auch hier bei dem großen äußeren Bild um Selbstermächtigung des Einzelnen. Und wenn ich mir das mal ganz, ganz klar mache, dann stelle ich auch bei mir selbst fest, dass das, was zum Beispiel Bruce Lipton mal gesagt hat, dass uns die Macht nicht gestohlen wurde, die wir selbst haben, sondern dass wir die unbewusst immer freiwillig abgeben, weil wir darauf ja von klein auf konditioniert wurden, dass es immer andere sind, die die Macht darüber haben, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinlenken. Sieh dir einfach mal die Entwicklung eines ganz normalen Kindes an, das den ganz normalen Erziehungsprozess durchläuft, dann wirst du feststellen, von der Geburt an entscheiden immer andere darüber, wo die Aufmerksamkeit hinfließt. Das sind zuerst die Eltern im Kinderzimmer, dann ist es im Kindergarten, dann in der Schule, dann in der Ausbildung, beim Studium, egal wo du hinsiehst, immer entscheiden irgendwelche anderen von außen her, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinlenken. Und wo unsere Aufmerksamkeit hingelenkt wird, nun, dahin fließt nun mal unsere Lebensenergie und das wird mehr. Egal, ob wir das so wollen oder nicht. Das ist ein völlig neutraler Prozess. Und Aufmerksamkeit ist im wahrsten Sinne des Wortes Schöpferkraft. Denn da, wo ich die Aufmerksamkeit hingebe, fließt die Lebensenergie hin. Das wird verstärkt, das wird mehr, das wird erschaffen. Und die Aufgabe von jedem Einzelnen von uns beim Bewusstseinswandel ist einfach, dass wir selbst wieder die Macht über unsere Aufmerksamkeit übernehmen und die nicht pausenlos, völlig unbewusst von irgendwelchen anderen Leuten kidnappen zu lassen, sondern ganz bewusst zu sagen, ich entscheide, wo ich meine Aufmerksamkeit hingebe. Und dadurch entscheide ich auch, wo meine Lebensenergie hinfließt, was verstärkt wird, was mehr wird, was erschaffen wird, was in diese Welt kommt. Und das geht nur, wenn ich das wirklich ganz praktisch mache. Wenn ich mir das im Kopf klar mache, dann laufen einfach die unbewussten Konditionierungen auf der Wirkebene weiter. Ich muss das eben für mich ganz praktisch machen. Das fühlt sich zuerst völlig ungewohnt an. Am besten kann ich das machen, wenn ich das nehme, was da ist. So wie jetzt in diesem Moment, wenn ich hier an diesem wunderschönen Morgen im Garten sitze, dass ich mir klar mache, dass ich die Wahl habe, wo ich meine Aufmerksamkeit hingebe. Da kann ich natürlich hervorragend das kreative Quantenbewusstsein nutzen, wenn ich die Methode kenne. Ich schließe einfach meine Augen, mache mir klar, dass ich die Macht habe, nehme den heiligen Raum wahr, wie groß und weit er ist und dass ich entscheide, was darin auftaucht und wenn mehrere Sachen auftauchen, dass ich die Wahl habe. Und ich kann das ganz praktisch machen, ich kann von mir aus jetzt einfach eine Bewusstseinseinheit auftauchen lassen, da steht Uneinigkeit drauf, von mir aus auch Uneinigkeit im großen Stil und ich lasse noch eine auftauchen, da steht Einssein, Ganzsein, Heilsein drauf. Ich kann jetzt also von der Unangenehmen kann ich also das Etikett lösen, damit die sich wieder auflöst und wieder zu undifferenzierter Energie wird. Also im Grunde genommen sich einfach wieder in der Leere auflöst. Das fühle ich. Dann kann ich die andere in den Mittelpunkt rücken, wo drauf steht, ich bin eins, ich bin stimmig, ich bin in Harmonie. So, und dann kann ich das einatmen. So, und dann sitze ich jetzt in meinem Garten hier. In dieser Bewusstseinseinheit, in dieser Gefühlsqualität. Wenn ich das am Anfang praktisch mache, dann fühlt sich das alles so kompliziert und umständlich an, jedes Mal wieder frei zu wählen. Aber genau das ist der Weg,
wie es jedes kleine Kind gelernt hat, nur umgekehrt, nämlich dass es gar keine Wahlmöglichkeit hat und grundsätzlich die Macht über die Aufmerksamkeit an andere abgeben muss. Wir können das also einfach so zusammenfassen. Ich nehme das wahr, was in der Außenwelt da ist und sage, ja, das ist da. Dann ziehe ich aber meine Aufmerksamkeit davon ab, gehe von mir aus, um das praktisch zu machen, in den heiligen Raum, wähle da frei, ich bin da völlig frei, wähle da völlig frei, wo ich jetzt in diesem Moment meine Aufmerksamkeit hingeben will, in welche Lebensqualität, weil mir ja völlig bewusst ist, dass dann dahin auch meine Lebensenergie fließt, dass das verstärkt wird, mehr wird, erschaffen wird. Und wenn ich dann in dieser Energie bin, die ich mir auch wünsche, nun, dann entsteht das Tun daraus in Richtung Harmonie von ganz alleine. Das geschieht einfach aus mir heraus dann. Und das ist alle Male besser, wenn ich das nur 2-3 Mal am Tag mache, als wenn ich weiterhin völlig unbewusst meine Aufmerksamkeit kidnappen lasse und meine vielleicht noch, ich tue was Gutes damit, obwohl das völlig kontraproduktiv ist. Weil ja meine Lebensenergie dann genau dahin fließt und das verstärkt, was ich mir gar nicht wünsche. Zum Abschluss jetzt noch zum 4. Mal. Ich muss schon fast lachen. Es geht nicht darum, dass ich die Augen zumache oder den Kopf in den Sand stecke, sondern dass ich wieder die Macht über meine Aufmerksamkeit selbst übernehme und frei wählen kann, wohin ich meine Lebensenergie fließen lassen kann. Denn darüber entscheidet nur ein Einziger. Da bin ich völlig unabhängig. Darüber entscheidet nur einer und das bin ich selbst. Und das kannst auch du machen. Ich muss nur wieder damit anfangen. Ich wünsche dir bei der Wiederentdeckung dieser inneren Freiheit viel Erfolg und für die Zukunft, wie immer, von Herzen alles Gute.